Willkommen zurück bei John und in seinem Hideout in Georgien. Ich weiß nicht genau, warum ich gerade dieses Spiel gewählt habe, um jetzt mal eine kleine Reihe daraus zu machen und zu sehen, wie weit ich komme, wie weit es mich packt. Und es ist nicht das naheliegendste Spiel, für sowas zu wählen. Aber es hat mich jetzt gepackt und ich werd mal schauen, wie lang und wie weit wir das spielen. Ich habe das Gefühl, dass ich bei dem letzten Auftrag... Ah, ich kann hier auch auf die Werkbank gehen. Gut. Dass mir Explosivgeschosse fehlten, ne? Dass ich die gut hätte brauchen können. Vielleicht lag das daran, dass ich die Waffe gewechselt habe. Ich habe jetzt außerdem noch eine weitere Waffe zur Verfügung hier. Aber die sieht nicht so gut aus. Warum soll ich dafür Geld ausgeben? Ja, also die Macmillan ist eine schöne Waffe. Standardgeschosse, die hier sind gesperrt. Hier steht aber nicht, warum die gesperrt sind und wann ich sie bekomme. Ah, ein paar Informationen dazu. Standardmunition durchschlägt Rüstung und Hindernisse, effektiv gegen Fahrzeuge. Hätte ich gerne. Marker, verringerter Schaden. Markerreichweite, markiert Gegner durch Wände und Hindernisse. Ist das realistisch? Explosivgeschosse, das wäre schön. Wie bekomme ich das denn jetzt? Ich konnte doch irgendwo kaufen. Ich habe 7175 Geld. Das ist mehr, als ich beim letzten Mal hatte, oder? Und wir haben Mitternacht, wenn ich das richtig sehe. Wo konnte ich... Hier in der Werkbank konnte ich Sachen herstellen. Da ist diese Marker-Sache. Hier Standard. Ungepanzerte Ziele. Nee, ich nehme an, dass Explosivgeschosse tatsächlich noch gelockt sind. Die muss ich irgendwie freischalten. Dazu sollte ich irgendwas tun. Da mache ich mir momentan auch nicht so viel Gedanken um Ausrüstung und Munition, denn ich hatte ja vor, mich mal ein bisschen in der Gegend umzuschauen. Und werde das auch tun. Ach, beim letzten Mal habe ich doch einen zweiten Ausgang gefunden. Nicht hier rechts. Ja, wahrscheinlich ganz woanders, oder? Ah! Ich weiß. Man muss mir nur ein bisschen Zeit lassen. Ich nehme an, wenn ich raufkomme, konnte ich entweder nach rechts gehen, da wo ich beim ersten Mal reingekommen bin, oder nach links. Wo es so eine Art Seilbahn gab. Seilbahn ist das falsche Wort. Es gab ein Seil. Das ist nicht direkt eine Bahn. Tatsächlich. Mitten in der Nacht. Das ist genau die richtige Zeit, um hier rumzufahren. Was befindet sich denn so in meinem näheren Umkreis? Da vorne ist eine Baustelle. Hier ist... Tja, Georgisch müsste man sprechen. Oder zumindest Kyrillisch lesen können. Ja, Krankenhaus oder sowas? Warum atmet John so aufgeregt? Ich hab nicht vor, irgendwas Spannendes zu tun. Ich gucke mich gerade nur mal so ein bisschen um. Mein Auto steht immer noch da. Das ist sehr schön. Und hier ist dieses Seil. Kann ich da... Ja. John. Ich erinnere mich, dass als ich mit meinem Bruder unterwegs war in Russland, dass wir auf Wölfe getroffen sind. Und... Oh, nebelig. Vielleicht sollte ich die andere Waffe in die Hand nehmen. Auf jeden Fall, dass mir jetzt was über den Weg läuft, kommt das bestimmt schnell aus nächster Nähe auf mich zu. Hier muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht einfach wieder runterspringe. Um nochmal zu erklären, warum ich im ersten Video so viel Probleme hatte. Wenn ich einen Schritt mache und stehen bleibe, er geht noch einen weiteren Schritt und der kann fatal sein. Muss man also so ein bisschen aufpassen. Tja, Georgien bei Nacht. Ich würde sagen, klappt die Bürgersteige hoch, aber es gibt keine Bürgersteige hier.
Nicht mal das. Ist Georgien insgesamt so? Oder ist das hier die ländliche Gegend und je nachdem, wo man ist, hat man Großstädte und Metropolen. Ich gehe ja davon aus, dass ich meinen Unterschlupf nicht direkt in der Nähe habe von feindlichen Linien, weil die mich ja dann doch öfter sehen würden. Oh, da sind aber Leute. Sind das Bösewichte? Muss ich davon immer ausgehen? Oder muss ich mich von dem Gedanken verabschieden? Die sehen aus wie normale Bauarbeiter. Und die da auch. Die arbeiten wohl Tag und Nacht. Die haben keine Gewerkschaften, nehme ich an, oder? Der arbeitet. Er schleift. Ja. Ich überlege, welches Spiel noch so ein bisschen diese Farbgebung hat. Dieses dunkel-düstere, aber doch mit Blau- und Grüntönen gesegnete Zombie Army. Kann das sein? Für mich hat das immer so einen gewissen Halloween-Look, den ich sehr mag. Ja, was das da oben ist, das wüsste ich gerne. Ich hätte gerne so einen kleinen Mann im Ohr, den ich da fragen kann. Aber ich sehe schon wäre ich beinahe wieder runtergefallen. Ich sehe schon, dass ich hier nicht werde shoppen gehen können oder das Nightlife ausprobieren. Insofern gucke ich mir nochmal an, wie winzig die Karte eigentlich ist. Ne? Ich habe mich kaum bewegt, bin jetzt hier. Es kann aber doch nicht anders sein, dass man hier noch was freischaltet, oder? Sonst wäre es wirklich ein winziges Schnippelchen Georgien. Ja, ich mache mal Schnellreise. Denn ich kann ja auch meine Wanderungen fortsetzen, wenn ich einen Auftrag übernommen habe. Denn ich will mal sehen, was der nächste Auftrag ist. Ob die linear sind, ob man immer einen weiteren Auftrag bekommt. Oder ob ich jetzt mehrere zur Auswahl bekomme. So, die zwei Vögel habe ich ausgeschaltet. Die zwei Galgenvögel. Wer kommt jetzt? Oh, das sieht schön düster aus. Uns liegen Berichte vor, dass ganze georgische Dörfer von den Separatisten als Geisel genommen wurden. Laut unserer Informationen werden die Dorfbewohner zur alten Kirche gebracht. Dort verliert sich ihre Spur. Deine Mission lautet, rette die letzte Gruppe Dorfbewohner, bevor auch sie verschwindet. Ja, dann will ich das. Komm rein, Lodestar. Komm schon, Lydia. Nicht auch du noch. Süß und leicht von außen. Völlig verdorben von innen. Aber du bist wirklich eine verdammte Tötungsmaschine. Dafür muss man wohl so sein. Dann lass uns anfangen. Thomas und David Cedamonice haben damit begonnen, alle Separatistenzellen zu vereinen. Die brutalen ethnischen Säuberungen haben wieder mal alle Menschen, die Hass in sich tragen, zusammengebracht. Es ist ein georgischer Widerstand aufgekommen, der an den Rändern der Separatistenkampagne wegbricht. Kurz gesagt, Sabotage. Das sorgt für Zerrüttung. Nicht sehr doll, aber mit viel Herz. Wie können wir sie für uns gewinnen? Mit einem humanitären Einsatz. Zivilisten werden an einem alten Friedhof gebracht. Dort werden sie von Separatisten hingerichtet. Rette sie. Mit Hilfe der Informationen vom Widerstand können wir Thomas und David ausfindig machen. Ist mir ein Vergnügen. Ende. Pass auf dich auf da draußen. Düstere Story, oder? Profil freigeschaltet. Löwen von Rocky. Moment, Profil? Das heißt, ich kann... Ah, hier bin ich. Nein, Moment. Wie kann ich das machen? I? Skills. Tagebuch. Totengräber. Infiltriere. Was für Profile? Erlernte Techniken, Charakter und Organisation. Vasilisk? Da hätte ich vielleicht mal vorher reingucken sollen, ne? Oh. Oho. Oho. Löwen von Separatisten. Ja. Die russischsprachige Minderheit aus dem Nordwesten von Georgien, angestachelt von Kriegstreibern aus der Region und ausgerüstet von Unbekannten, haben sie Banden gebildet, die in Georgien ihr Unwesen treiben. Ihre ersten Angriffe waren derart brutal, dass die georgische Armee schwere Verluste hinnehmen musste und sich aus der Region zurückgezogen hat. Okay, das sind die Baddies. Ich würde sagen, alles, was Balaklava-Masken trägt, sollte generisch als Baddie bezeichnet werden. Offiziell hat sich die georgische Armee zwar ins Zentrum
des Landes zurückgezogen, aber einige Soldaten blieben hinter den feindlichen Linien zurück. Sie schlossen sich mit Arbeitern aus der Gegend und ehemaligen Armeeangehörigen zusammen, bilden Guerilla-Einheiten, die wichtige Stellen in der Struktur der Separatisten angreifen. Also die Löwen sind gut. Ne? Alles, was so kreuzförmige Haken-Symbole hat, ist gut. Es ist nur ein Spiel, okay? Hier fahre ich mal an Fragezeichen vorbei. Okay, hier geht's lang. Eigentlich mag ich ja bei solchen Spielen oft, dass ich, wenn ich gar keine Minimap habe, weil ich nun mal fremd bin in dem Land, sondern irgendwie eine Karte in die Hand nehmen muss. Andererseits habe ich eine Drohne. Also gehe ich davon aus, ne, dass wir technisch weit genug sind, dass ich tatsächlich hier nicht nur Minimaps habe, sondern... Habe ich eigentlich Licht an? Ja, ich kann es aber ausmachen. Sollte ich das vielleicht auch? Ja, vielleicht sollte ich das. Ich sehe ja auch so genug. Was ist das hier? Far Cry 5? Quakshiri-Mine. Quanakshiri. Das sollte mir einen georgischen Sprachkurs zu Gemüte führen. Leuchtet irgendwas rot? Es gefällt mir nicht, hier durch sowas durchzufahren. Sind das hier die Löwen oder die Separatisten? Zumindest haben sie noch nicht auf mich geschossen. Ja, doch, also die Strecke kommt einem schon weiter vor. Bin gleich mal gespannt. Ich werde gleich mal, wenn ich aussteige, auf die Map gucken. Gucken, ob die sich vergrößert hat. Und es ist jetzt schon ordentlich groß, würde ich sagen. Ich kann driften. Schnellreisepunkt entdeckt. Das ist natürlich schön. Ist das einfach nur... Ja, das ist einfach nur rotes Licht, ne? Kein feindes Licht. Und ich muss endlich rausfinden, welches Gebirge das hier ist. Gewaltiger. So stelle ich mir irgendwie Rumänien vor oder habe mir Rumänien so vorgestellt früher, als ich meine ersten Dracula-Hörspiele gehört habe. Dass man hier noch mit einer Kutsche lang gefahren wäre. So, hier scheint schon diese Kirche zu sein. Aber ich fahre mal bis dahin, wo mich das Ding hinbringt, denn da ist auch ein Fragezeichen. Hier ist ein Fragezeichen. Fragezeichen sind oft Schnellreisepunkte, habe ich das Gefühl. So, parke ich doch mal hier. Vielleicht soll ich ein bisschen versteckter parken. Oder fällt genau das auf? Ich meine, so richtig verstecken kann man sich hier nicht. Ist es gut, dass ich hier bei Nacht losgefahren bin? Ich würde denken, ja. Da ich da nicht gesehen werden kann. Von vielen Leuten, die hier unterwegs sind. Da vorne ist doch schon... Ja, ist doch schon. Da habe ich doch schon mal einen Feind markiert. Vielleicht von hier oben aus. Das ist eine schöne Sache. Was ich jetzt bedenken muss, ist natürlich, was meine Aufgabe ist. Lokalisiere die Geiseln, töte das Ziel. Ist das jetzt schon... Sagt mir die Mission... Sind sie schon dabei, Leute zu erschießen? Muss man nochmal atmen halt. Immer. Guter Schuss, ne? Dafür, dass ich wieder mal nicht die Entfernung eingestellt habe und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass ich das Genick treffe, aber die Kugel an der Stirn rauskommt. Vielleicht gibt es so eine kleine Metallröhre, die hinten im Genick anfängt und vorne an der Stirn endet.
Ich habe das Gefühl, dass ich mich beeilen muss. Ich latsche hier einfach rum, ne? Aber um die Uhrzeit sind noch nicht viele Separatisten hier bereit, Wache zu halten. Naja. Was ist mit meiner Drohne? So. Da ist doch einer. Oh, oh, da sind eine ganze Menge. Die schaufeln schon Gräber, meine Güte. Sind das die Gefangenen, die ihre eigenen Gräber schaufeln müssen? Wahrscheinlich, oder? Ansonsten sind es eine Menge Separatisten, die ich hier sehe. Da ist auch noch einer. Ich weiß natürlich nicht, ob in der Kirche noch eine Menge sind. Ich habe das Gefühl, dass es hier um jede Sekunde geht. Ich hoffe, ich irre mich. Runter war mit C. Da ist auch noch einer. Okay. Hinter der Kirche. So ein Auto. Ich bin überzeugt, dass in der Kirche auch noch Leute sind. Schwache Batterie, na gut, ich habe genug gesehen. Ich glaube, ich gehe mal da hoch. Oh oh. Zeit hier rauf zu gehen. Hüpf, hüpf, Froschhüpfer. So. Verdammt. Anscheinend graben sie ihre eigenen Gräber. Die Zeit drängt. Moment, wie weit ist der entfernt? 175. Das ist doch ganz gut. So. Jetzt habe ich das Problem, die alle sehr nah beieinander stehen. Ne? Ich werde die nicht einfach durch... Okay, das sind zum Glück nur... Da hinten ist noch einer. Gut, dass kein Kopfschuss dringend nötig ist. Jetzt stehen die natürlich beiden dicht nebeneinander. Da drüben bin, sind die schon wieder weggegangen, oder? Ich versuch's mal. Das wäre natürlich cool, wenn ich die beide zusammen durchbohren könnte. Bitte, 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 bitte. Lass mich das haben! Ziemlich doof. Er war gerade aufmerksam geworden.
Das ist auch ganz schön bloody, oder? Oh Scheiße, es ist einer von uns! Feind ausmachen und neutralisieren! Wir werden beschossen! So, ich sehe nur noch einen einzigen. Komm, jetzt kann ich euch jetzt schon befreien. Seid auf der Hut vor feindlichen Bewegungen. Ich kann nicht glauben, dass es verdammt nochmal so endet. Leute, ihr könnt abhauen. Jetzt zur Hölle raus hier. Es Ende, ich sehe das Ziel. Roger, zu riskant. Schalte ihn aus. Sind in der Kirche, ne? So, die Leute sind eigentlich in Sicherheit. Hab ich einen Schalldämpfer auf meiner Knall? Ziel ausgeschaltet. Verstanden. Jupp. Okay. Auftrag ab. Töte alle Wachen. Das ist mir ganz entgangen irgendwie. Plündern! Ich habe noch gar nicht geplündert. Was sollte ich tun? Vielleicht kriege ich hier explosiv. Splittergranate. Ne? Und Handelswaren. Für Geld kann man Waren und Dienstleistungen bekommen. Kann ich jeden plündern? Ein Gerüst. Anscheinend wollte jemand die Ruine restaurieren. Oh, hübsch. Ikonen. Sehr schön. Ja, wir können gern restaurieren. Ich weiß nicht, ob Kriegszeiten so das die beste Gelegenheit dazu sind. Sollte man nicht erstmal hier das Wasser abpumpen? Und, mein Gott, echt. Manche Länder, ne, ich will jetzt nichts Falsches sagen, haben aber eine komische Einstellung zu Restaurationsarbeiten und Ähnlichem. Das mit den Plündern ist, war mir noch neu. Das hätte man mir im Tutorial natürlich zeigen können. Wo habe ich denn noch Leute erlegt? So. Die Befreiten sind abgehauen, werden hoffentlich... Ja, die sind auch noch da. Bitte. Das Gebiet ist sauber. Ihr könnt versuchen zu fliehen. Oh, danke. Wir werden nie vergessen, was sie für uns getan haben. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ihr könnt versuchen zu fliehen. Viel Glück. Während ich hier noch den Leichen das Fell über die Ohren ziehe. Ich bin doch nicht hier, um mich wirklich zu bereichern, oder? Aber ich bin auf mich allein gestellt. Oh Mann. Kann ich hier irgendwie. Kann ich irgendwas. Ja, analysieren. Ich benutze gar nicht diese. Oh Gott. Ich benutze gar nicht dieses. Was war's nochmal? Ne, das war's nicht. Schnellfeuer, Einzelschuss. Oh, das kann ich auch machen. Finde ich gut zu wissen. Wie konnte ich nochmal. Mit C. Oh, das war's. Das mache ich irgendwie nicht, ne? Das leuchtete aber auf jetzt mit C, ne? Tatsächlich. Hier kann ich was mitnehmen. Das sollte ich mir mal angewöhnen. Weil ich würde natürlich auch denken, dass ich hier irgendwelche Informationen kriegen kann, die ich dem... Der UNO mitteilen kann, oder so. Das sieht nach einem hübschen Gerät aus. Fahrzeug verschlossen. Ja, da kann man wohl nichts machen. Nicht, dass ich einen Dietrich bekomme, mit dem ich hier rumfahren kann. Also. Okay. Das heißt, das Plündern muss ich mir angewöhnen. Und diesen analytischen Blick ebenso. Hatte ich nicht
Ne, ich guck mir alles mit meinem Sniper-Teleskop an, ne? Allmächtiger. Die brauchen keine Sniper hier, die brauchen Friedenstruppen, würde ich sagen. So, und was dieses mächtige Gebirge ist, das werde ich noch herausfinden. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, das war's für heute schon. Schockierend. Schockierend. Ich bin's nochmal. Ich wollte mich gerade ausloggen. Da habe ich einen Blick auf die Map geworfen und gesehen, dass ich hier in der Nähe noch irgendwas Wertvolles finden kann. Ich kann, glaube ich, keinen Punkt setzen, wenn ich das richtig sehe. Nee, aber ich kann einfach nach rechts gehen. Und mal gucken, wo das liegt. Möglicherweise ist das sogar die Leiche, die ich da gesehen habe. Dann wäre da noch eine Wertsache. Gucken wir nochmal. Jetzt ist es links von mir. Ja doch, es scheint die Leiche zu sein. Nur falls ich hier versage. Das ist der Typ, den ich erschossen habe. Ein böser Bösewicht. Habe ich übrigens keine Munition mehr? Ich habe noch nicht 20 Schuss vergeudet, seit ich 20 gekauft habe, oder? Plündern. Weitere Handelswaren. Und da oben ist noch ein Fragezeichen. Und Munition müsste da noch liegen. Okay, dann muss ich doch nochmal zurück zur Kirche. Ja, jetzt kann ich hier nicht mehr klettern. Doch, kann ich. So, dann habe ich nämlich bei der Kirche noch irgendwas übersehen. Und, was ja für die Zukunft wichtig sein kann. Oh, hier kann ich raufklettern. Das muss man ja auch mal wissen. Schön. Mit affenartiger Behendigkeit kletter ich hier rauf. Ja, das ist eine schöne Lösung, oder? Statt jetzt gelbe Tücher oder so da oben hinzulegen, kann ich sehen, wo ich eventuell draufklettern könnte. Jetzt stürze ich gleich wieder in den Tod. Ich kenne mich doch. Kann ich hier oben noch? Es muss doch möglich sein, da lang zu gehen. Ja. Ja, aber hier oben ist nichts. Ne? Wäre auch albern. Das wäre wie in einem Computerspiel, ne? Dass oben irgendwo noch eine Kiste Munition liegt. Obwohl niemand da gewesen ist. Aber ich habe doch eine Munitionskiste gesehen. Wahrscheinlich drin. Und da ist auch noch ein Fragezeichen. Na gut. Gerade nochmal gut gegangen. Die Waffe hilft hier sowieso nichts, ne? Da muss doch hier drin was sein. Hier sind Munitionskisten. Sie leuchten aber nicht, wenn ich C drücke. Den habe ich schon geplündert. Körper tragen will ich nicht. Hier kann ich raufklettern. Da sind Sachen. Okay, Patronen, Handelswaren. Und hier ist auch noch ein Fragezeichen zu sehen gewesen. Mach ich nochmal C. Weiß nicht, was das da oben soll. Ist das ein Aussichtspunkt? Nochmal M, da ist immer noch ein Fragezeichen, und zwar hinter mir. Ich werde auch zu Tode stürzen hier. Das ist ja lebensgefährlich. Ich guck doch jetzt genau in die Richtung. Da ist doch noch was. Mechanische Teile und ein Interessenpunkt. Der ist da. Hier links. Hab ich darauf. Da. Das sind die mechanischen Teile. So, und wo ist jetzt der Interessenpunkt?
Das hätte eigentlich noch ins Tutorial gehört, oder? Das hätte ich nämlich jetzt beinahe alles übersehen. Dass man hier noch Sachen plündern kann. Wahrscheinlich wurde mir irgendwann angezeigt, dass ich Tab drücken sollte. Und der Interessenpunkt ist offenbar diese Ikone hier. So, jetzt Kunstraub, oder? Sammelobjekte. Sammelbare Artefakte und Trophäen, Scharfschützengewehre finden sich überall in der Region. Das ist schön. Gefundene Sammelobjekte kannst du dir im Tagebuch ansehen. Sammelobjekte. Sammelobjekte, hier. Noch habe ich nichts. Offenbar. Doch, eine Ikone, eine Jesus-Ikone. Diese Ikone stammt aus der Region Svanetien. Wurde im 12. Jahrhundert gefertigt. Die Bewohner der Region galten über Jahrhunderte als mutige Krieger. Die Herrschaft von Königin Tamar während des goldenen Zeitalters Georgiens gilt vielen bis heute als fruchtbarste und glorreichste Zeit für die Region. Die Bewohner haben ihre legendäre Königin schon fast zur Göttin erhoben. Aha. Gut, so lerne ich tatsächlich noch was Sinnvolles. So, jetzt ist die Map frei von Zeichen. Und eben konnte ich nämlich nicht fast traveln. Gucken, ob ich das jetzt kann. Schnellreise ist derzeit nicht möglich. Warum nicht? Gibt es da einen Cooldown? Na gut. Das wollte ich nur noch kurz zeigen. Und ich werde mal gucken, ob ich jetzt zu Fuß in den Unterschlupf zurückkomme oder ob ich später Fast Traveler. Das sind auch noch coole Sachen. Aber die kann ich nicht nehmen. Nein. Ja, und ich melde mich, wenn ich einen neuen Auftrag habe. Hier bin ich nochmal. Ich habe gerade herausgefunden, warum ich nicht fast traveln konnte. Es lag daran, dass ich das Missionsgebiet noch nicht verlassen hatte. Wenn man das getan hat, bekommt man den Missionserfolg angezeigt. Gut, muss ich mich dran gewöhnen. Und hier sehe ich, dass meine Sniper-Präzision bei 88% liegt. Im letzten Mal lag sie bei 27. Warum ist sie denn nicht bei 100 gewesen? Habe ich nicht jeden Schuss genommen? Nein, bei dem einen, ich erinnere mich. Ich bin zufrieden mit mir. Diesmal.